Die AfD von 2013 hat den klaren Anspruch vertreten, und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch. Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde. Für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Alice Weidel und Alexander Gauland. Also, pardon. Das halte ich, Frau Petri, das finde ich kein faires Verhalten, hier auch gegenüber den Kollegen. Tut mir leid, aber Sie nutzen das Forum der Bundespressekonferenz, um hier eine Botschaft zu setzen und verschwinden dann. Also insofern missbilligen wir dieses Verhalten ausdrücklich.